وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Was ihr an Gutem tut, so weiß Allah darüber Bescheid. Oder وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Und was ihr an Gutem tut, ist das Gleiche, nur einmal als Verb. يَعْلَمْ ist ein Verb und فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, das ist ein Adjektiv. Diese Verse haben insofern mit dem Kapitel etwas zu tun, da hier der Begriff Khair, was hier für die Handlungen und Aussagen, guten Handlungen und Aussagen steht, das ist unbestimmt im Kontext eines Konditionalsatzes. Und unbestimmte Wörter im Kontext eines Konditionalsatzes oder einer Negation haben einen gewissen, eine Umfassendheit, also man nennt sie Al-Faz al-Umum, das gehört zu den allgemeinen Begrifflichkeiten. Das heißt, was immer ihr auch an Gutem tut, egal was es ist, etwas Beachtliches, etwas Kleines, Geringes, nicht? Das ist alles hier mit einbezogen.